Hallo die Damen und hallo die Herren, schön, dass ihr wieder eingeklickt habt zum nächsten Let's Promo vom Kanal Winchester Silly, aka Ruski LP from Russia with the Love Productions. Hoffen wir doch mal, dass der nette Herr Deutsch spricht und nicht Russisch, sonst hätte ich ein kleines Problem mit der Bewertung. Er ist 25 Jahre alt, seit dem 19.06.2012 auf YouTube und hat seitdem 9 Abonnenten für sich gewinnen können und 2604 Videoaufrufe. Eigentlich für diese kurze Zeit eine ganz ordentliche Zahl. Der Bildschirmhintergrund, das Design ist wahrscheinlich angepasst an seine Spiele, die er spielt, wobei ich hier eher Zelda sehe und Banjo-Kazooie und der Hintergrund irgendwie so gar nichts damit zu tun hat. Tomb Raider, okay. Gut, Hauptsache Hintergrund hat er sich wohl gedacht, weil anders kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass er den Kanal Hintergrund gewählt hat. Schauen wir doch mal. Die Videos, hier, Legend of Zelda, Banjo-Kazooie und Banjo-Kazooie und Banjo-Kazooie und ja. Das passt alles ja wunderbar zum Hintergrund, wie ihr seht, aber er lädt immer recht regelmäßig hoch. 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 6 Tage, vollkommen in Ordnung. 52 Uploads bisher, stolze Zahl. Dann zu den Playlists. Er hat eine Favoriten-Playlist, immer gern gesehen. Dann Let's Play Banjo-Kazooie mit 19 Teilen, Legend of Zelda Ocarina of Time hat er 26 Teile und Let's Play Breath of Fire auf dem SNES 6 Videos. Zoomen wir mal ein bisschen wieder rein, weil sonst kenne ich wieder nichts, weil ich bin ja Brillenträger und so. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns mal sein neuestes Video an, und zwar ist das hier Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 26 Phantom Ganon. Viel Spaß! Boah, jetzt kriege ich ja hier einen Brechreiz, wenn ich das sehe, hier diesen Raum. Uiuiui. So, hier war die Schwester, haben wir schon erledigt. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja eigentlich so ein, habe ich auf jeden Fall auf YouTube gesehen, gibt es ein High Resurrection hier Texturen-Mode für The Legend of Zelda Ocarina of Time. Also quasi hier hohe Auflösung, ne, für die Texturen. Gibt es da so eine sehr interessante Mode, die ich gesehen habe. Fand ich auf jeden Fall sehr klasse, ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, soll ich das vielleicht auch machen? Deswegen frage ich mal euch, ne, wollt ihr das vielleicht sehen? Dass ich jetzt diesen Texturenmod verwende. Das wäre immer interessant. Aber ich habe das auf YouTube gesehen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Es ist zwar jetzt nicht alles 100% jetzt alles verändert worden, aber die meisten Texturen sehen auf jeden Fall richtig klasse aus. Was ist das denn hier? Karussell, Karussell. So. Hier. Es gibt hier einen Trick. Genau, ein bisschen durch. Ja, und zwar so. Warte. Yeah. Haben wir einfach dank der Fackel unsere Pfeile angezündet. Genau dieses Auge getroffen, wo das eingefroren war, ist ja super. Da sind ein paar Krüge. Ja, der Move war eigentlich ganz nice hier mit dem Feuer und dem Pfeil und dem Eisauge. Aber was bitte ist dein High Resurrection Mode? Ja, ich glaube eher du meinst High Resolution, ja, wegen der Auflösung. Und Mode, naja gut, kann man aussprechen, wie man will, aber ich würde Mod sagen, ja, von Modification. Aber die kleinen Sprachfehler, die wollen wir dir mal verzeihen und weiter geht's zur Bewertung im zweiten Teil. Bis gleich, meine Freunde. Weiter geht es mit dem zweiten Teil des Kanals Winchester Silly. Die Videoqualität. Durch diese Retro-Spiele ist jetzt mal, weil ja viel N64 oder zwei Spiele N64 und ein Super Nintendo, ist natürlich die Videoqualität auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Jetzt ist es so, dass die Videos anscheinend auch auf 27p hochskaliert wurden, weil ich glaube, die kann man nur auf 480p Native aufnehmen. Ist nicht unbedingt der Hit, weil die Texturen dadurch nicht besser werden im Spiel und das Ganze dadurch noch ein bisschen verwaschener wirkt. Ist natürlich schwer, da gute Qualität rauszuholen aus den Konsolen, ganz besonders wenn du über SCART, RGB oder sonstiges aufnehmen musst, weil da gibt es wahrscheinlich kein HDMI. Daher bei Videoqualität 6 von 10 möglichen Punkten. Die Soundqualität.
Was mir leider sehr oft aufgefallen ist, dass da ein starkes Hintergrundrauschen bei dir vorhanden ist. Das ist aber auch mikrobedingt, kann aber auch durch die Anschlüsse von den Konsolen sein. Ja? Also man weiß es nicht. Ich tippe aber mehr auf Mikro. Das Rauschen hört man dann extrem laut, wenn im Spiel gerade nicht viel passiert oder du gerade nichts sagst. Ansonsten ist die Stimme recht klar und gefällt mir auch ganz gut, was du da ablieferst. Bei Soundqualität 6 von 10 möglichen Punkten. Zur Kanalvielfalt. Hier haben wir jetzt zweimal N64-Spiele und ein SNES-Game. Ist also meiner Meinung nach ein Retro-Channel, so ich das Ganze jetzt mal nennen. Ist für das, was du machst, eigentlich in Ordnung, drei verschiedene Spiele und ist jetzt aber noch vom Genre her ganz klar Zelda und Banjo-Kazooie, so eine, ja, Jump'n'Run will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber es geht in die Richtung. Alles andere fehlt. Also da gibt es nur diese zwei Art von Spielen und ist vielleicht ein bisschen wenig, daher gibt es von mir bei der Kanalvielfalt 5 von 10 möglichen Punkten. Zum Kommentarstil. Da kannst du wieder punkten. Ich muss sagen, du kommentierst durchgehend und du tust auch Spannung aufbauen. Das heißt, man merkt ganz klar im Spiel, das macht dir Spaß, du bist dabei. Du tust nicht nur beiläufig irgendwas dazu erzählen, sondern führst den Spieler durch dein Spiel. Was mich sehr fasziniert hat und was mir auch wirklich gut gefallen hat, das hätte ich so nicht erwartet von dir, ein ganz großes Plus. Dann ist dein Akzent natürlich nicht zu überhören, aber ich muss sagen, das macht auch wieder dich als Let's Player aus und gefällt mir persönlich auch recht gut. Von daher hier auch ein Pluspunkt. Gibt beim Kommentarstil von mir 7 von 10 Punkten. Das Design. Ja, das Design haben wir uns am Anfang schon mal angeguckt und mich wundert es doch sehr, dass du ein Design gewählt hast, was so überhaupt gar nichts mit deinen Spielen zu tun hat. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das Design von dir ist, ob du es gemacht hast und wenn das du gemacht hast, dieses Design, warum Spiele, die du überhaupt nicht spielst, ja? Da ist alles Mögliche drauf, nur keins deiner Let's Plays. Was ich eigentlich recht schade finde, weil natürlich der erste Eindruck das Design ist. Das erste, wenn du auf den Kanal gehst, ist dieses Hintergrundbild, was man sieht. Und da wäre es doch mal nicht verkehrt, gleich den Leuten zu zeigen, schaut her, ich spiele das und das. Und das spiegelt das Design leider nicht wider. An sich, das Design ist nicht verkehrt, aber diese Kombi aus Design, das nicht zu den Let's Plays passt, sondern zum Kanal, ist für mich dann doch kein so großes Plus, dass ich sage, ich gebe dir beim Design einen von 5 möglichen Punkten. Die Sonderpunkte. Da kriegst du von mir einen von 5 möglichen Punkten, weil ich einfach diesen Stil oder den nenne ich jetzt mal Retro-Stil des Kanals mag. Und eben auch das Gesamtkonzept bei dir stimmt. Von daher auf jeden Fall ein Pluspunkt, kann man nicht anders sagen. Dies bedeutet, du hast bei mir in der Gesamtpunktzahl 26 von 50 Punkten erreicht. Meinen Glückwunsch zu dieser Bewertung. Alle Zuschauer da draußen, ihr wisst Bescheid, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, dann gebt mir meinetwegen auch einen Daumen runter. Kommentare sind immer willkommen. Schreibt mir was zu diesem Let's Promo heute. Schreibt mir was über den Kanal, den ich promotet habe. Und wenn euch der Kanal gefallen hat, geht zu ihm, hinterlasst ihm konstruktive Kritik, Daumen hoch und wenn es dann so ist, auch ein Abo. Ich bedanke mich mal wieder fürs Reinklicken. Freut mich, dass ihr es wieder geschafft habt, hier zuzugucken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.